Hallo, herzlich willkommen zu Corona Finanz, dem kleinen Podcast, der sich auseinandersetzt mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Vielen Dank für eure Anregungen auf meinen ersten kleinen Podcast gestern. Gab da schöne Kommentare, es gab auch Kritik. Ein Kritikpunkt war zum Beispiel, dass ich das Wort Quarantäne falsch ausgesprochen hätte. Es müsste Quarantäne heißen. Ich habe recherchiert, das Wort kommt bei uns im Sprachgebrauch, ne, aus dem Französischen und also das ursprüngliche heißt Le Quarantaine. Und deshalb ist Quarantäne tatsächlich die richtige Aussprache. Kleines Erlebnis, was ich heute Morgen hatte. Ich war im Supermarkt, ging da so rein und da kam ein älterer Herr auf mich zu und sagte, ey, lobst du wirklich, dass dich das vom Virus bewahrt oder was? Und ich sagte, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es sie vor dem bewahrt, was immer auch ich habe. Und da guckt er mich noch böse an und sagt, so ein Quatsch und zischt ab zum Bierregal. Ich dachte, ist das jetzt noch tollkühn oder bereits ziemlich dumm? Atemschutzmasken sind ja das Ding des Jahres 2020 schlechthin. Die Preise sind rasant gestiegen, die Nachfrage ist immens. Also man könnte auch sagen, die regulierende Hand des Marktes ist weitgehend amputiert und die starke Hand des Staates nicht zu spüren. Es sind Missstände, die kosten Leuten auch das Leben. Aber da gibt es natürlich eine wahnsinnige Gewinnspanne drin. Hallo, wenn Sie im Jahr, wenn Sie Mitte Februar für 1 Million, einen Kredit aufgenommen, für 1 Million, dann Atemschutzmasken eingekauft, dann wären Sie heute 3000% reicher, wären 29 Millionen schwer und hätten den Kredit zurückgezahlt. Und ja, das ist natürlich auch unlauter, aber in diesem Rechenbeispiel gibt es erstaunliche Möglichkeiten. Wenn die Lufthansa für 35 Milliarden Euro Atemschutzmasken eingekauft hätte, dann wäre sie heute über 1 Billion schwer und könnte Apple übernehmen. Jetzt finden Sie mal den Denkfehler in diesem kleinen Rechenbeispiel. Aber wenn der DAX so gestiegen wäre wie Atemschutzmasken, dann läge er heute bei 270.000 Zählern. Atemschutzmasken, das Ding schlechthin. Wer hätte gedacht, dass man vor wenigen Wochen sowas sagen würde wie, haben Sie eine Atemschutzmaske im FFP2-Standard? Hallo? Das hätte doch keiner von uns geahnt, ja? Vor ein paar Wochen hat Friedrich Merz noch für ein Burka-Verbot gekämpft und kurze Zeit später ist er als Corona-Positiver dann auch angewiesen gewesen auf Gesichtsverhüllung. Die ganze Welt schreit jetzt nach Gesichtsverhüllung. Haben Sie die Bilder des Amtseides der neuen slowakischen Regierung gesehen? Da war keiner unverhüllt. Ne? Und da fällt auch auf, wie attraktiv männliche Politiker wirken können, wenn sie einen Halbschleier tragen. Wesentliche Profilverbesserung. Man weiß nicht, was sie alle mit diesem kleinen weißen Kaninchen in der Hand vorhaben. Wirkt ein bisschen wie Tierquälerei. Aber wer hätte das vor wenigen Wochen gedacht, dass wir solche Bilder als einigermaßen normal und sogar wegweisend empfinden würden? Der Karneval ist ja eigentlich auch ein Maskenfest. Wäre der Karneval im Rheinland mit Atemschutzmasken begangen worden als Maskenfest, dann würde doch keiner von uns diesen bescheuerten Kreis Heinsberg kennen. Und dieses Nichtwissen hätte das Leben einiger Menschen spürbar verlängern können. Aber so ein Atemschutzmaskenverächter wie der im Supermarkt, die haben auch ihr Gutes. Sie senken die Nachfrage. Ich wünsche diesem Mann wirklich alles, alles Gute von Herzen. Toi, toi, toi. Aber er ist auch, das muss man positiv sehen, ein Vorreiter für bezahlbare Atemmaskenpreise. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch nächste Woche am Montag. Es kann sein, dass ich am Wochenende noch ein Spezial einschiebe. Ich habe da eine Idee. Mal gucken, ob ich dazu komme. Ich werde euch über Facebook und die üblichen Medien benachrichtigen. Und freue mich auf eure Kommentare, auf eure Anregungen. Und bis bald.